Heute habe ich für euch ganz leckere Vanillekipferl nach Omas Rezept. Und es ist das Rezept meiner Oma und ich backe es mittlerweile nun auch schon seit über 30 Jahren. Es sind für mich persönlich die besten Vanillekipferl. Sie werden mit Haselnüssen gebacken und ohne Ei. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rezept und hier auch schon die Zutatenliste. Es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. So, 80 Gramm Zucker habe ich schon mit einem Päckchen Vanillezucker vermengt. Den Puderzucker brauchen wir später. Dann haben wir 200 Gramm kalte Butter, 100 Gramm Haselnüsse und 280 Gramm Mehl. Zuerst kommen alle trockenen Zutaten in eine größere Schüssel und werden kurz vermengt. Dann kommt die Butter dazu und dann fangen wir an, den Teig herzustellen. Und am Anfang ist es immer am einfachsten, so einen Teigschaber zu nehmen und erstmal die Zutaten miteinander zu verbinden. Irgendwann geht es dann nicht mehr weiter und dann nehmen wir unsere Hände zur Hilfe und kneten dann einen Mürbeteig daraus. Den fertigen Teig in Glassichtfolie wickeln und für eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. So, ich nehme jetzt immer ein bisschen Teig zwischen die Hände, rolle es ein wenig zu einem Würstchen und dann forme ich es zu einem Halbmond und lege es auf ein Backblech. So, die Vanillekipferl werden jetzt für 15 bis 18 Minuten auf der zweiten Schiene von unten gebacken. Erfahrungsgemäß dauert das erste Backblech ca. 18 Minuten und das zweite so um die 15 bis 16 Minuten. Hier kommen sie gerade frisch aus dem Ofen. Die Vanillekipferl sind jetzt noch zart und zerbrechlich. Das ändert sich innerhalb der nächsten Minuten. Und ganz wichtig ist, dass sie noch lauwarm im Puderzucker gewälzt werden. Die Plätzchen brauchen ca. 1 bis 2 Wochen, bis sie volles Aroma entwickelt haben. Und dieser Puderzucker ist ganz wichtig dafür, weil er den Schutz bietet, dass sie nicht austrocknen. Die Plätzchen sollten dann komplett auskühlen und dann sollten sie in luftdichten Dosen gelagert werden, in Lagen und zwischen den Lagen immer Butterbrotpapier oder Backpapier legen. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefällt. Die Kekse schmecken wirklich wunderbar. Probiert es mal aus. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag.